Hallo Freunde, willkommen zurück zu Tingles Rosy Whoopi Land. Wir sind hier am Ende der allerletzten Ruine. Es sind tatsächlich die großen und schweren Kämpfe sind tatsächlich erledigt. Wir haben diese ominöse Tür entdeckt. Ja, ja, alles zu seiner Zeit, Leute. Jetzt geht erstmal hier rein, weil das sieht optional aus. Auch wenn ich hier gleich eingesperrt werde, na was soll's. So, was haben wir denn hier schöne Oha. Oha. Okay, das wird aber bestimmt gleich hier Stress geben, oder? Aber es ist... das Rubin-Item Maschinen-Darobum gefunden. Sehr cool. Das habe ich doch gerne. Och, Mann. Hilfe! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Komm her! Einfach kloppen! Hier wird einfach jetzt gekloppt. Aber das kann leider jetzt auch dauern. So, am guck mal, sie... Okay, doch, sie kosten Rubine. Aber Leute, ganz im Ernst. Wir müssen nicht so eine Statue kämpfen, die so mein Geld abgezogen hat, Mann. Er hat auch keine Energie. Muss einfach geduldig kloppen, dafür wird das ein bisschen dauern. So. Oh, die Mucke. Die Musik ist ja geil. Ich muss langsam mal auf sie aufpassen. Ich glaube, ich bleibe mal jetzt hier unten, dass ich ihr gleich einen Tinkel geben kann. Oder den Mega-Tinkel ist das ja so, ja. So. Ja, was willst du mal? Komm her. Oh ja. Oh ja. Ganz dringend. Ganz dringend. Oh Gott, Gott. Na toll. Ich glaube, jetzt stirbt sie, oder? Hoffentlich, dass sie jetzt stirbt. Nein, bitte nicht. Bitte. Oh Mann, das darf nicht wahr sein. Ey. Jetzt, du bist ja... Ja, da muss ich halt nochmal cashen. Cashen, cashen. Vor allem, wenn jetzt zwei auf einmal kommen. Na gut, komm, steh auf. Ich brauche so... Ah, mein Körper. Ja, unnötige Bewegungen musst du vermeiden. Wie viel zahlst du mir für die leinigste Aktion? Na, immer noch 3, 6 Mann. Na, das ist unglaublich wenig. Es ist zwar nicht einfach, aber ich werde den Gürtel noch etwas enger schnallen. Okay. I'm gonna get them. Dam, bam, bam. Kommt her, Mann. Yeah, jetzt gibt's ja Kloppe. Ja. Kloppe, es wird hier heiß gekloppt. Kloppe, kloppe. Yeah. Tingle kloppt mit Starter. Hier ist die Frau nochmal, Starter. Egal, gerne gib dem. Komm her. So, so, gleich haben wir sie aber. Gleich haben wir sie. Und dann war das ganz schön viel Aufwand für so ein neues Item, ey. Aber okay. Geschafft. So, bevor jetzt noch irgendwas schief läuft, wisst ihr was? Ich benutze den jetzt einfach. Hier, Mann. So. Alles wieder voll. Die kriegt aber ordentlich Damage, die gute, ey. Am wenigsten haben wir kaum Damage gekriegt. Immer nur so ein doppelter Schritten Geld abgezogen bekommen. Oh, guck mal hier, ey. Noch mehr große Statuen. Von hier scheinen allgemein die ganzen coolen zu kommen. Kann das sein? Nee, weil kartieren können wir hier nichts mehr. Denn wir sind nicht mehr richtig auf der Karte drauf. Deswegen, alles gut. Wo sind wir? Elfen? Hallo? Es ist ein Naturgesetz. Wo es Licht gibt, da gibt es auch Schatten. Dank der Rubine ist das Leben der Leute viel erfüllter geworden. Andererseits haben die Rubine auch Unheil gebracht. Diebstahl und Betrug. Rubine haben die gefährliche Eigenschaft, das Schlechte, das jeder in seinem Herzen trägt, noch zu verstärken. Ach ja. Und wieder, Leute, ne? Wie gesagt, so ein bisschen... Ist es ja auch eine kleine Kritik an unsere heutige Gesellschaft, so ein bisschen, ne? Weil wir auch sehr vom Geld abhängig uns machen. Mitunter so dies und das für Geld tun, ne? Und da bleibt sogar YouTube nicht von verschont. Aber okay. Rubin G's Kraft wächst an irgendeinem Ort immer mehr an. Dadurch gibt es noch mehr Katastrophen auf der Welt. Um das rückgängig zu machen, hilft einzig Rubin G zu besiegen. Wie sollen wir denn da besiegen, Mann? Der ist ultra reich. Der ist ultra witch. Aber wir auch. Wir eigentlich auch, ne? Rubin-Opa. Das ist die Gestalt, die Rubin-G annimmt, um die Menschen zu täuschen. Er missbraucht die Schwäche der Menschen, verführt sie und macht sie zu Tingles. Hast du auch geglaubt, dass dein Leben besser wird, wenn du nur Rubine hast? Naja, genau hier hat Rubin-G angesetzt. Hast du nur deswegen mit dem YouTube-Dasein angefangen? Würdest du nur deswegen Streamer sein? Ja, es tut mir so leid. Tingle. An dieser Gestalt erkennt man die Sklaven von Rubin-G. So wie ein Fisch ohne Wasser nicht leben kann,
braucht ein Tingelrubine, um am Leben zu bleiben. Und so musst du dein Leben lang für Rubin G. Rubine verdienen. Aber es scheint mir, dass du den festen Entschluss gefasst hast, diesen Fluch zu besiegen. Alles klar, ja, wir sind kein Tingel mehr. Wir heißen es wieder Marcel, ist das klar? Und die ganzen Gespräche auch alle noch sehr interessant. Rubin G. mit seinem bösen Rubin kann mit der Kraft guter Rubine besiegt werden. Wir Elfen haben hier auf den Richtigen gewartet, der dieser Kraft würdig ist. Und dann bist du hier aufgetaucht. Ja, weil wir uns die Rubine verdient haben. Wir haben sie nicht einfach uns durch Betrug angeeignet, wie der olle Opa. Wir haben sie uns alle verdient. So, also, ein paar haben wir auch gefunden, aber ist egal. Der Meister-Rubin vereint die Kräfte aller Super-Rubine in sich. Er steht für die Kraft aller guten Rubine. Der Meister-Rubin wird dich ganz sicher zu Rubin G führen. Den Meister-Rubin richtig einzusetzen, kann nur der Meister der Rubine. Einzig und allein Tingel. Alter, Tingel ist der... Alter, ne, wir kennen ja Link als Herr der Zeit. Und es gibt der Tingel Herr der Rubine. Naja, ist auch nicht schlecht. So, und hier fehlt eine Elfe. Das ist aber ganz cool gemacht. Das hat sogar seinen Sinn. Pass mal auf, ich glaube, das sagt sogar die Elfe hier. Hier ist der Rubin-Tempel. Menschen kommen nur ganz selten hierher. Elfen siehst du bestimmt auch nicht alle Tage, oder? Wir sind auch an Menschen interessiert. Die Elfe nebenan ist sogar für Untersuchungen in die Menschenstadt gegangen. Genau, Leute, die Elfe, die am Brunnen ist, die in der Stadt über dem Brunnen schwebt, das ist eigentlich die hier steht. Voll cool. So, ja, so kleine, macht alles Sinn. Das ist alles logisch, Leute, alles voll logisch. So. Wow, das sieht ordentlich beeindruckend aus. Nun, Tingel, jetzt bist du endlich in diesem Zimmer angelangt. Hier ruht der Meister-Rubin, der Altar des heiligen Rubins. Los, Tingel, dir gelingt es sicher, das Siegel des Meister-Rubins zu brechen. Der Meister-Rubin. Und genau, den hole ich mir. Und sobald man diesen Rubin hat, kann man zum Endboss gehen, ja. Aber wir können auch noch die 100% vervollständigen. Aber ich werde da aufpassen, ne. Wie gesagt, ich will euch beide Enden zeigen. Und deswegen... Passt euch da ein bisschen auf, macht euch keine Sorgen. So, jetzt aber erstmal, was ist denn das hier? Was zur Hölle? Metallrubin opfern? Okay. Oh, die Musik, ey. Ist schon cool in Szene gesetzt. Oh. Okay, Moment, Leute, wir müssen jetzt alle unsere Rubine opfern, den Aqua-Rubin opfern. Ja, machen wir gleich als nächstes. Was Tingel da immer für Grimassen zieht. Immer unterschiedliche, aber okay. Tingel, er wird der neue Herr der Rubine sein. So, Blattrubin opfern, ja. Wir geben jetzt alle ab. Alle unsere Bemühungen, die alle einzusammeln, gipfeln hier in ihren Höhepunkt. Und wie guckt Tingel denn? So. So, den Erdrubin opfern. Ja. Erdrubin, rein mit dir. Yeah! Und einer fehlt noch, der absolut letzte Rubin. So, Magma-Rubin opfern? Jawohl! Der letzte! Boah, das nenne ich mal eine fette Truhe. Sehr, sehr schön. Boah. Und ja, auch wenn jetzt einige bestimmt denken, hey, das wirkt doch jetzt wieder wie eine typische Truhe, Bosskampf incoming. Tatsächlich aber leider nicht. Es gibt hier keinen Bosskampf mehr.
Es gibt nur noch den Hauptgewinn. Aber den Scherz kann man sich doch nicht verkneifen. Da ist er, Leute. Yes! Der Meisterrubin! Er ist so wunderschön, Leute. Er ist so wunderschön! Geil! Hä? Was zum Pingel? Tingel, jetzt bist du sogar an den Meisterrubin gekommen. Toll, gratuliere! Dafür hast du wilde Abenteuer hinter dich gebracht. Wirklich toll, wie dir das gelungen ist. Dann nimm doch mal den Meisterrubin und geh zurück zum Turm. Genau, das würde den Bosskampf triggern, ja. Wollen wir aber noch nicht machen. Ah, Leute, wir haben jetzt den Meisterrubin. Boah, der Meisterrubin. Sehr schön. Richtig, richtig toll. Ich find's irgendwie so lustig, keine Ahnung, ob das da so eine Anspielung sein soll, aber ne, Link, der Held, bekommt sein Meisterschwert. Na, und Tingle bekommt den Meisterrubin. Naja, also... alles Meisterwaffen. Meisterlich. Schön. Ein Rubin als Waffe. Wie soll das denn funktionieren? Jaja. Ja, ne? Ich weiß, der Bosskampf wird es bestimmt spannend von euch sehnsüchtig erwartet. Aber na, ich will noch ein bisschen Zeit lassen. Ja, dann lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. So, bin ich jetzt wieder richtig, dass ich hier... Ne, noch nicht ganz. Moment. Doch, doch. Hier, ab hier kann ich schon wieder raus. Leute, wir kehren zurück. Und wie gesagt, man darf jetzt halt einfach... Ich darf jetzt auch noch zum Turm. Ja. Wie gesagt, ich kenne ja das Spiel, ich darf jetzt auch noch zum Turm, ich darf bloß nicht mich in die Mitte da stellen, wo wir sonst immer Rubine reingeworfen haben. Da darf ich nicht hin. Und sonst kommt der Bosskampf, ja. Oder ich werde gefragt, ob ich da zum Boss möchte oder sowas, aber nee, erstmal nicht. Jetzt erstmal geben wir die Karte ab und es gibt auch nochmal so viel Geld. Ja, oh, warte mal, apropos, hier erstmal, hallo. Ich habe noch einen super Versuch. Seht ihr mal die alte Witch? Fail. Dann nehme ich mal den alten Opa. Fail. Okay, dann die hübsche. Je, einer, das macht 100 Rubine. Hm. Toll. Hier wäre der andere gewesen. Und ne. Okay, naja, was soll's. So, nehmen Sie nochmal an. Nein, Mann. Da kann man eh kein gutes Geld bei verdienen. Was soll denn das? So. Okay, Mütterchen. Jetzt wird's sogar noch ein bisschen emotional, Leute. Jetzt wird's noch ein bisschen emotional. Passt auf. So. Ah, Goldzecken... Alter, 10.000 für die Goldzeckenbüste. 16% fertig. Ah, nochmal 10.000 für die Dora-Dora-Büste. Cool, Mann. Klingling. Und Stahlfaustbüste. Nochmal 10.000. Ja, reichen sie einfach her hier. Allerletzte Ruine, 50% fertig. Dann hier noch die Banabana-Büste. Nochmal 10.000, Alter. Dankeschön. Und dir das Altar für 12.000. Yeah. Und die letzte kaputte Kugel, die Bruchkugel für 8.000. Sie haben die Karte, let's go, fertig, Mann. Oh, nochmal 30.000. Leute, 400.000 haben wir geknackt. Das ist doch wunderschön. Aber jetzt wird es gleich wieder reduziert, weil ich muss mir auch die letzte Karte noch kaufen. Und die ist, glaube ich, gar nicht ohne. Wie teuer ist die? Allerzurinde kostet nur läppische. Oh, 37 für 50, ist klar. Okay, nehme ich die letzte. Bis zum nächsten Mal. Es wird kein nächstes Mal mehr geben. Alle Ruine willkommen. So, oh, jetzt habe ich doch tatsächlich alle Karten verkaufen können. Und das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Mein verstorbener Mann war zwar ein guter Kartierer, aber Ihre Kartierkunst übersteigt die seine. Bewundernswert. Bitte nehmen Sie dieses Erinnerungsstück an meinen Mann entgegen. Boah, das Rubin-Item, die Meisterfeder gefunden. Ey, Meister Rubin, Meisterfeder. Cool. Tingle wird ein noch größerer Meister, als Link es je war. Aber okay, das ist nur Spekulation. Vielen Dank für Ihre Mühen. Und auch für mich war es ein langer Weg. Hä? Oh mein Gott. Sie ist gestorben. Für mich ist es langsam Zeit, meinen Mann zu besuchen. Ja, aber, mit so einer Karte. Haha, mein Mann hat mir diese Karte geschickt. Damit kann ich mich nicht verirren. Oh,
Oh, voll traurig. Die Kartierer-Oma ist tot. Och Mann. Aber okay, Leute, wieder ein weiteres Rubin-Item dadurch eingesackt. Ach, er ist schon irgendwie... Ja, ne, ist schon ein bisschen krass. Okay, wartet mal hier. Ich habe alle Flaschen. Was habe ich für Ware? Lass mal kurz ein bisschen aufräumen. Die Grunznase und die Final-Grunznase. So, ansonsten hier muss noch so viel Kram. Ich muss auch noch gucken wegen Rezepten und alles. Ja, ich habe da noch einiges zu tun. Würde aber sagen, dass ich jetzt noch schnell das Rubin-Item aus dem Todeslabyrinth hole. Weil dann habe ich... Dann müsste ich den dritten Kontinent komplett haben. Hoffe ich mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dupdidu. So. Okay, okay, okay. Ich habe Angst, Leute. Ich habe so Angst. Dum, 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 dum. So, wie gesagt, es dürfte nichts passieren. Solange ich nicht in die Mitte da steige. Der typische Ort halt. So, genau. Da themen wir uns schön auf. Schön aufheben. Ach, Leute, aber jetzt langsam aber sicher neigt sich das Spiel dem Ende. Ich weiß halt nicht, wie viele Parts es noch werden. Das kann ich nicht sagen. Wie viel man in einem so einem Rutsch schafft. Ich werde mir auf jeden Fall halt das, ich werde mir auf jeden Fall halt wieder schön alles notieren, was halt fehlt. Damit wir das alles gezielt abgehen können. Lass aber in Ruhe da. So, wartet mal. Das war nicht weit weg. Lass mich mal kurz die Karte checken. Ich glaube, ich kann einmal, voilà, ich kann einmal nach oben und nochmal nach oben. Wo war denn das? Das war ja, hier war das. Okay, dafür muss ich, wartet mal, ich muss dafür, ah ja, okay, okay. Nee, war nicht okay. Ist gar nicht okay! Moment, wo bin ich? Bam bam. Okay, doch. Ich muss da lang, dann da lang und dann bin ich da. Okay, gut. Moment. Todeslabyrinth schon wieder. So, das mache ich erstmal ganz schnell. Hierfür hätte ich eigentlich meinen Raus-Hier-Trank gebrauchen können. Ja, ich weiß. Jetzt habe ich es halt verkeckt. Was soll's? Warte mal, soll's hier nicht irgendwie hochgehen? Warte mal, bin ich jetzt da bescheuert? Ach Mann, ich bin... Mann! Warum bin ich nur so doof? Und dann, Leute, aber es fehlen uns, da kann ich auch schon mal sagen, das müsste hinhauen. Es fehlen uns, weil ich das hier eingesammelt habe, unter 10 Rubin-Items fehlen uns dann nur noch. Es sind also nicht mehr so viele. Ich weiß nicht, ob ich den einen Part hinbekomme. Ja, weil an sich, wenn ich mir eine Liste mache, eigentlich müsste das ja gut klappen. So, kurz mal die Karte checken. Genau, ich laufe jetzt da nach links die Treppe hoch, dann bin ich da und dann komme ich da zu dem Dings dahin, alles klar. So, Alter. Ja, ist klar, dann gonna give them. So, warte mal, eigentlich die Löcher im Boden oder sowas? Ach ja, schalt ein. Verdammt, da bist man. Okay, einmal muss ich hier noch lang. Das schaffe ich aber. Wow. Ganz locker, Leute, pass auf, ganz locker. Oh Gott. Oh. Ich sagte, Leute, ganz locker. Sag doch. Hier waren wir, genau, hier war der Kleine. Okay. So, und ich bin richtig. So, kann ich nochmal Bomben auffüllen? Brauche ich Bomben? Nee, ich brauche halt die großen Bomben. Die bräuchte ich nochmal, das wäre nicht schlecht, aber die muss ich mir nochmal mixen. Und ja, stellt euch auch darauf ein, dass wir ein paar Zutaten sammeln, weil ich brauche noch viele, viele Spezialrezepte, muss ich ihm noch geben, weil das auch ein Rubin-Item bringt, nicht nur Flaschen von dem Händler da. Und naja, aber kriegen wir alles hin. So, Gnädigste, machst du bitte mal die Tür auf. Dankeschön, und dafür bin ich engagiert, Mann. So, jawohl. Und damit ist das auch jetzt sehr komplett. Und es ist. Oh, Drachenfritte. Okay. Eine Drachenfritte? Naja, wieso nicht? So, ich hoffe, ich kann jetzt abkürzen, indem ich einfach mich fallen lasse durch die Löcher. Ich guck mal. Ich will jetzt eigentlich bloß noch schnell hier raus. Dann beam ich mich zurück und speichere. Wow. Wow, wow, wow. Gotta get them. Ach man, ja, Bomben fliegt mir jetzt nicht auf. Nee, ich brauche aber noch. Ach ja, seht ihr, es gibt auch noch Rubin-Items außerhalb von Dungeons. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie viele. Auf jeden Fall unter 10. Unter 10 fehlen uns noch. So, schnell abkürzen. So. Oh Gott. Wo bin ich denn hier? Ich bin falsch. Oh, da war das los.
So, warte, kurz mal orientieren. Wo bin ich denn? Okay, warte, ich bin richtig. So. Ja, den raus hier hätte ich zwar gebrauchen können, aber ach, Quatsch, Leute. So, und ja, jetzt bin ich immer gespannt. Ich weiß nämlich nicht, ob man mehrere Leibwächter haben kann. Sprich, sie ist jetzt unser Leibwächter für Kontinent 3 und das spricht ja eigentlich nicht im Widerspruch, dass ich mir jetzt noch einen Leibwächter für den ersten Kontinent und für den zweiten hole. Oder? Eigentlich nicht. Na gut. Zurück. Ah, Leute, das war sehr erfolgreich heute. So, wir haben den Meisterrubin, wir sind der Meister aller Klassen. Wow, und unsere Items, Mann, guck mal, richtig schön. Ja, und da fehlen echt nicht mehr viele. So, kann ich noch mit ihr nochmal reden? Einfach mal machen. Pingel, was ist denn los? Ich habe so das Gefühl, dass ich in letzter Zeit etwas Gewicht zugelegt habe. Na, kein Wunder, wenn ich im Büro arbeite und keine Bewegung habe. Ich versuche ja Sport zu treiben, aber bei diesen Umständen hier, am liebsten würde ich rausstürzen und meinen Körper richtig bewegen. Aber das ist mir wohl nicht vergönnt, mal hier rauszukommen. Okay. Egal, Leute, ich speichere. So, gesaved, alles klar. Und beim nächsten Mal, Leute, werden weiter Sidequests erledigt. Entweder Spezialrezepte machen oder halt Schatztruhen holen und dabei Rezeptzutaten sammeln und Rubin-Items aus den Dungeons. Es wird lustig, Leute, aber viel fehlt nicht mehr. Ciao!